Bekanntgabe des Ergebnisses. Ich möchte herzlich die Kollegen Bürgermeister aus der Umgebung begrüßen, ich möchte die Vereine, die Feuerwehr, Pfarrmusik, Musikverein, Freundschaft ganz herzlich begrüßen, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind, um dieser Bekanntgabe des Ergebnisses einen würdigen Rahmen zu verleihen. Ich möchte gleich zum Ergebnis kommen. Wir haben 9.827 Wahlberechtigte. Gewählt haben 5.158. Das ist eine Wahlbeteiligung von 52,49%. Dürfte natürlich wie immer etwas besser sein, aber ich glaube, mit über 50% kann man zufrieden sein. Wir haben ungültige Stimmen 22 und wir haben gültige Stimmen 5.136. Diese gültigen Stimmen haben sich verteilt auf Frau Kaiser mit 457 Stimmen, das sind 8,9%, Herrn Boris Meyer mit 2.059 Stimmen, das sind 40,09%, und Herr Faulhaber mit 2.611 Stimmen, das sind 50,84%. Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer 50% plus eine Stimme hat, also deutlich mehr. Ich darf Ihnen, Herr Faulhaber, ganz herzlich gratulieren zu diesem tollen Wahlergebnis schon im ersten Wahlgang. Möchte Ihnen aber auch den Mitbewerbern danken, dass Sie einen fairen Wahlkampf geführt haben, dass es eine sachliche Auseinandersetzung war, dass Argumente ausgetauscht worden sind, dass es aber nie unter die Gürtellinie geht. Und da möchte ich mich bei einem Antisind bei den Kandidaten und natürlich auch bei Ihnen, Herr Faulhaber, ganz herzlich bedanken. Ja, und es ist natürlich wichtig, dass hinterm Bürgermeister auch eine aktive, verständnisvolle Frau steht. Und ich möchte deswegen Ihnen, Frau Faulhaber, ebenfalls ganz herzlich gratulieren. Ich möchte Ihnen viel Kraft wünschen, dass Sie die nächsten Jahrzehnte, 24 Jahre sind zu schlagen. Also es ist einiges an Zeit und ich wünsche Ihnen und natürlich der ganzen Familie, dass Sie, Herr Faulhaber, die entsprechende Unterstützung haben und dieses Amt dann auch so ausführen können, wie wir uns das alle hier in Dossenheim wünschen. Vielen Dank an Sie, Frau Faulhaber, und da habe ich natürlich einen kleinen Glückwunsch. Ja, bevor wir dann zu den verschiedenen Darbietungen kommen, Herr Faulhaber, ich nehme an, Sie haben Ihrem Volk einiges zu sagen. So, einen schönen guten Abend. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Auch Pfarrmusik, Feuerwehr, die Freundschaft. Das ist ein ganz, ganz tolles Bild von hier oben. Und muss sagen, so ein Wahltag ist wahnsinnig lang. Wenn man bedenkt, um 8 Uhr beginnend, die Stunden und Minuten sind überhaupt nicht rumgegangen. Das war das Schlimmste an den vergangenen 4 Monaten. Von daher sind wir jetzt alle froh, dass es 18 Uhr war und dann auch die Stimmen so zeitnah ausgezählt wurden. Es gibt jetzt natürlich vielerlei Worte des Dankes zu richten. Zunächst mal Ihnen, den Wählerinnen und Wählern, Bürgerinnen und Bürgern Dossenheims, herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie mir ausgesprochen haben. Das ehrt mich sehr und ich freue mich drauf, zum 1.4. mit größtem Engagement und größter Motivation dieses Amt, Herr Lorenz hat es ja jetzt schon ganz dezent erwähnt, die großen Fußstapfen mit 24 Jahren anzugehen. Lorenz, ich möchte es auch nochmal aufgreifen, mich bei Herrn Meyer und Frau Kaiser sehr, sehr herzlich zu bedanken für den wirklich fairen Wahlkampf, genauso den Fraktionen, die Sie begleitet haben. Das war uns allen, möchte ich jetzt für uns drei sprechen, sehr wichtig. Und ich weiß jetzt nicht, wo Sie sind. Herr Meyer, Frau Kaiser, herzlichen Dank nochmals von mir. Dann vielleicht noch ein paar Dankesworte natürlich an den Bürgermeister, an den Wahlausschuss, aber auch an die Verwaltung, die jetzt nicht nur vergangene Woche die Kandidatenvorstellung, sondern jetzt auch heute den ganzen Tag durchgeführt hat. Herzlichen Dank. Ich freue mich, Sie alle dann in den nächsten Tagen und Wochen von der Verwaltung, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter von Dossenheim näher kennenzulernen.
So, zwei Dankesworte noch. Zum einen gäbe es jetzt sehr, sehr viele Menschen, die ich persönlich ansprechen könnte. Das möchte ich aber bewusst nicht tun, weil es jetzt dann auch allmählich frisch wird. Es waren sehr viele, die uns, möchte ich sagen, sehr gut aufgenommen haben, Herr Schiller. Das war jetzt auf das Rauschen bezogen. Ich weiß noch nicht, wo ich mich hinstellen soll. Gut. Aber man muss ja immer ein paar Sachen haben, so Technik, weil ich habe jetzt auch die Brille vergessen, also ich konnte die Wahlergebnisse im Rathaussaal schlecht sehen. Ich muss dann immer den Mensch, der neben mir stand, fragen, was die Prozentzahlen so ausmachen. Ja, Dankesworte an vielerlei Unterstützer, die uns ganz toll aufgenommen haben in Dossenheim, die uns mit allem unterstützt haben. Das bedeutet mir und bedeutet uns sehr, sehr viel und ganz, ganz herzlichen Dank dafür.